Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Mountain. Schön, wie die Blätter da vom Baum fallen. Gefällt mir. Gut, wir haben Material Hohlaufgabe. Mit großer Wahrscheinlichkeit sogar, dass wir in den Nether gehen. Müssen wir mal schauen. Und der Weg hier hoch, der wird noch... Ey, wer war denn das? Drecksack. Der Weg hier hoch, der wird auch noch eine Aufgabe. Hallo Kuh. Wir könnten wieder... Komm, wir kommen wieder so rum ums Haus. Um den Berg hier rum. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ich bin mir da echt noch so ein bisschen... Naja, ne? Naja, oh. Da brennt einer hinter uns. Haha. Hier bin ich schon wieder am gucken, wegen anderen Sachen. Wie vor zwei, drei Folgen, wo wir ja auch bewusst hier lang gelaufen sind. Ich bin mir da... Oh! Ach du Schreck, fallen mir hier direkt so ein Deppen vor die Nase. Hallo! Was? Ist es denn die Possibility? Da stöhnt noch einer. Ich gehe lieber mal weg, weil das Leben ist ein bisschen schlecht. Ja, komm doch raus. Na? Geh raus aus der Pfütze. Raus da! Zack. Ja, noch mehr, Alter. Du auch noch. Auf der Karte sehe ich noch hinter mir jede Menge, aber ich glaube, die sind unterirdisch. Wow, was ist denn das? Alter. Was haben wir denn hier entdeckt? Ich wollte in den Nether gehen. Beziehungsweise eventuell in den Nether gehen. Oh, 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 Eisen. Da brauchen wir auch noch jede Menge von Eisen. Warte, ihr seht ja nichts. Zack. Lava. Wow. Alter. Wow. Mein Leben ist nicht so toll. Weg, 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 weg. Was? Was ist das für eine Höhle hier? Ist ja Hammer. Die kommen nicht. Hallo? Warum nicht? Hallo? Wenn mein Leben sich mal regenerieren würde, wäre cool. Ich bin jetzt neugierig. Hier oben war irgendwo Kohle, habe ich gesehen. Die war aber... Bevor wir runtergefallen sind, habe ich die gesehen, ne? Ja. Hey! Na? Hey, ich komme mal zu dir. Ja. Da ist noch Eisen. War hier nicht auch ein Bogenschütze? Da ist auch noch Eisen. Ah, der hat sogar seinen... Brustkorb gedroppt, finde ich gut. Wow, hier ist richtig Eisen und Kohle und ich habe keine Ahnung was. Wow. Okay, da unten waren wir schon mal. Warte. Zap. Wer die Kohle nicht ehrt, ne? Da oben ist was dunkel. Okay. Warte. So. Nehmen wir mal was Kohle mit. Wir haben ja, das ist ja auch unglaublich, dass wir relativ wenig Kohle haben. Obwohl ich da nie so hinterher war, weil man ja Holzkohle herstellen kann. Ne? Ist auch nach wie vor eigentlich immer noch so. Kupfer auch noch gut. Aber trotzdem.
was wir bisher an Kohle verblasen haben, also an Holzkohle jetzt, das ist ja auch, das ist ja irre, was wir da mittlerweile schon an Bäume fällen mussten, nur wegen der Holzkohle. So. Deswegen nehme ich jetzt auch ganz gerne mal was mit. Was ist hier? Okay, das ist auch nur eine Sackgasse. Okay, mitnehmen. Alles mitnehmen. Ich bin jetzt gerade im Moment kohlegeil. Und Eisen, Eisen sowieso. Apropos Eisen, ich glaube, wir hatten an der Schmiede zwar Eisen in die Smeltery geschmissen, also in den Stahlofen. Nicht in die Smeltery. Aber den Stahlofen nicht angemacht, glaube ich. Sicher bin ich mir da allerdings nicht. Warte. Hopp. So, komme ich hier wieder hoch? Nö, wahrscheinlich nicht. Noch was vergessen? Nein. Da ist auch noch düster. Alter, was ist das denn hier? Okay, auch eine Sackgasse. Das ist aber gut. Ich habe ja schließlich keine Höhlentour vor. Mann! Plumpste da in so ein Loch und ja, dann ergibt sich soweit hier. Schön. Finde ich gut eigentlich. Auch wenn es vom eigentlichen Vorhaben ablenkt, aber... Naja, ne? So, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Ja, ich weiß, der ist alt. Der muss nicht sein. Hopp, hopp. Da können wir aber mal noch auf die Frage eingehen, die ich eigentlich schon vor, weiß ich nicht, 4 Folgen ansprechen wollte. Und zwar, ob ich schon mal eine schwere Krankheit hatte und eventuell operiert werden musste. Ich vermute mal, der Fragesteller, der will da in erster Linie auf die Operation hin. Ich weiß nicht, steht bei dir eine Operation an und du hast da so ein bisschen Bammel vor oder warum? Keine Ahnung. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wer das war. Die Frage ist schon was länger bei mir. Es wird also, falls du eine Operation anstehen hast, wird das wahrscheinlich auch schon nicht mehr gültig sein. Tut mir leid, sorry. Aber, naja, hat sich nicht anders ergeben. Also ich sag mal, falls du da so eine nervliche Beruhigung brauchst, mach dir keine Sorgen wegen Operationen. Heutzutage ist das alles kein Akt mehr. Also zumindest bei den meisten Sachen. Wobei ich selbst, ich hatte zumindest bewusst noch keine. Wie nicht bewusst? Ja. Ist sehr, sehr lange her. Da war ich noch Säugling. Da bin ich operiert worden. Da kann ich mich also beim besten Willen nicht dran erinnern. Von daher, weiß ich selber nicht, wie es denn wäre, wenn du jetzt eine Operation anstände. Ob ich da nervös würde oder sonst was. Ich glaube eher nicht. Was mich nur ärgern würde, wäre dieser zwangsläufige Krankenhausaufenthalt. Da bin ich... Ja, das wäre nicht mein Ding. Ansonsten wäre mir da ziemlich Wurst. Ja, die Fisch, du hast hier aber, ne? Blöde Ecke ausgesucht. Na, ich sehe das grundsätzlich, sehe ich das recht cool mit Operationen. Hallo, ich will doch da. Mensch! Warte mal. So. Fließ mal ab. Können wir ja gleich wieder rückgängig machen. Fisch, du hast ein Problem, glaube ich. Wie schön, dass das eingebaut ist, dass der dann hier auf einem Trockenen so rumbappelt. Komm, wir lösen ihn. Hallo. So. Cool. So, das machen wir auch wieder. Bumm.
Also wie gesagt, also ich hatte die ein oder andere etwas schwerere Verletzung. Ja, ja, ich erinnere mich da zum Beispiel an einen Skateboardunfall von mir, der war, wow, das war, oh. Da habe ich mich mit dem Skateboard mal auf die Schnauze gelegt, aber vom Allerzartesten. Alter! Ich will hoch. Hoch, 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 hoch. Wow, ich hatte damit gerechnet, wäre schon dunkel. Da bin ich, oh, das war hart. Wir haben hier so ein noch so eine Höhle. Wir haben hier einen relativ hohen Berg, wo oben drauf eine katholische Abtei drauf ist. Da haben früher mal Mönche gewohnt und so. Betonung mal früher. Im Krieg war es sogar, war das sogar mal Gefängnis oder vor dem Krieg, weiß ich nicht genau. Die einzelnen Daten habe ich nicht im Kopf, obwohl ich viel über die Geschichte weiß hier in unserer Stadt. Wo soll man jetzt? Ja, irritier mich doch. Da kann man auf jeden Fall so eine richtig schöne Straße, die so ein bisschen geschlängelt runtergeht. Die bin ich mit dem Skateboard runtergefahren und die ist ziemlich steil. Also aus heutiger Sicht, wow, dass ich überhaupt die Idee hatte, da mit dem Skateboard runterzufahren, ist Wahnsinn. Aber auf sowas kommt man natürlich als Kind und Jugendlicher. Alter, blöde Spinne, komm mal her. Da habe ich mir da gar keine großen Gedanken drüber gemacht. Ich bin einfach gefahren. Du kriegst einen Speed da runter, das ist unglaublich. Und ich habe es wirklich, die meisten anderen, die das gemacht haben, die sind im Sitzen auf dem Skateboard runter. Also wenn man da überhaupt runterfährt, könnte ich das auch jedem nur empfehlen, das zu machen. Ich bin im Stehen darunter. Und ja, ich habe es auch geschafft, bis unten hin. Das Problem ist, unten kommt ein Marktplatz. Und dieser Marktplatz hat Pflastersteine. Ja, wer ein bisschen Ahnung vom Skateboardfahren hat, ne? Wow, was war das für Lack? Der kann sich schon fast vorstellen, was mir dann widerfahren ist, ne? Aus Straße wird Pflasterstein. Herzlichen Glückwunsch. So. Ja, Fisch und sowas nicht. Karotte. Ich habe mich also richtig böse auf die Schnauze gelegt. Und zwar... Auch noch Blumen? Nein, aber Seeds. Und zwar... bin ich ja regelrecht vom Skateboard runtergehoben worden. Und dann wie Superman, kann man nicht anders sagen, wie Superman quer über den Marktplatz geflogen. Ja. Obwohl, das war das jetzt gut? So. Und bei der Landung, ja, die war dann auch nicht so toll. Gerade überlegen wegen dem Fußball und einem Frolle. Na, ich weiß nicht. Die hat dann, ja, da habe ich noch eine Schlitterspur über den Fußboden gemacht. Vom Allerzartesten. Also über den. Da haben wir doch noch Erde. Ne, ich nehme trotzdem mit. Wir wollen ja in Nessa. What? Will? Ist da voll? Da ist voll. Okay. Auf jeden Fall habe ich mir da ganz böse, aber richtig ganz böse, die komplette rechte Körperseite von der Schulter bis runter zum Knöchel habe ich mir da abgeschürft. Also wow. Ja, einfach nur wow. So. So viel zu stärkeren Verletzungen. Also, ne? Hatte ich ein paar. Haben wir noch irgendwas, was wir... Das können wir jetzt in die Schmiede bringen. Das müssen wir auch in die Schmiede bringen. Das legen wir mal hier runter. Dass ich das noch weiß.
Wollten wir hier noch was holen? Jetzt habe ich vor lauter Quatscherei. Nehmen wir mal Birchwood noch mit. Da können wir auch ein paar Säpplinge von mitnehmen. Ach so, dunkles Holz. Dunkles Holz. Dark Oak Wood. Werden wir ja nicht so übertrieben viel brauchen. Ich nehme mal ein Stack. Glas habe ich auch einen Gedanken. Weiß ich aber auch noch nicht. Müssen wir später. Da denke ich hier an Glas gefärbtes. Weiß gefärbtes. Clay haben wir jede Menge. Das wäre auch noch eventuell gefärbter Clay. Müssen wir mal nachgucken. So, wir haben jetzt das Holz. Wir könnten noch Sprucewood könnten wir auch noch mitnehmen. Wo ist Spruce? Da. Können wir auch ein Stack und ein paar Säpplinge. Ja, okay. Ach, guck mal an. Die Säpplinge können noch weg. Da haben wir hinten auf jeden Fall genug. Ach, ich Idiot. Warum laufe ich denn hier hin? Die sind noch da. Zack. What? Nein, tu nicht. Dich wollte ich behalten. Da rein. Sehr schön. Dann hauen wir uns aufs Ohr. Und morgen gehen wir dann mal in den Nether. Yay!